Hallo zusammen. Ich habe mir was bei Kraft.de bestellt und das wollte ich euch gerne zeigen. Ich habe aber leider vergessen, die Glitzer-Enamel dort zu bestellen. Die wollte ich ja eigentlich da bestellt haben, aber naja, irgendwann ein andermal. Ich bestelle ja bestimmt nicht das letzte Mal da. So, und dann habe ich natürlich hier eine Karte bekommen und ich glaube, da. Ah ja. Gewinne eine kostenlose Bestellung, teile ein Foto deiner Bestellung und nimm an der Verlosung teil. Genau so war das. So, und dann noch ein kleines Prospekt über hier die Marke von Kraft.de. So, das war noch dabei. Dann natürlich der berühmte Lolli war dabei gewesen, der sehr lecker ist. Der wird auch jedes Mal vernichtet. So, dann habe ich mir bestellt. Einmal habe ich mir hier dieses doppelseitige Klebeband bestellt. Einmal 9 mm und einmal 12 mm. Ich mache ja immer, ich binde ja Alben, also diese, ja, die Hülle von den Alben, von der Graupappe. Da brauche ich ja immer doppelseitiges Klebeband und da habe ich mir gedacht, ich probiere das mal von Kraft.de aus, weil das ist auch vom Preis richtig gut. Das 9 mm hat jetzt 1,62 € gekostet und das 12 mm 2,02 €. Und ich finde den Preis richtig gut und ich hoffe, das Klebeband ist auch gut. Dann weiß ich jetzt, wo ich nämlich dann demnächst mein Klebeband bestelle. So, dann habe ich mir noch bestellt hier dieses, ja, das sind diese Viereckwinkel, habe ich mir bestellt zur Hilfe bei, wenn ich mir ja, so Sachen mit Graupappe bastel, weil ich habe ja bisher immer ganz gute Erfahrungen mit den Sachen gemacht von Kraft.de und habe ich gedacht, ich probiere die auch mal. Das ist bestimmt eine gute Hilfe, wenn ich sowas ja, so was basteln möchte mit der Graupappe. So, dann habe ich mir noch hier so eine Mini-Klappbox gekauft. Die sind ja im Moment total der Hype. Und was ich bei Kraft.de gut fand, die hatten die in so einem schönen Mintton gehabt. Und den finde ich richtig schön. Da habe ich mir gedacht, ich bestelle mir mal eine. Und die ist ja sowas von süß. Das ist die ganz kleine. Und also ich finde die ja total goldig, ne? Ich denke mal, dass das wohl auch nicht die einzigste bleiben wird. Ich finde die richtig toll. Ich hatte mir jetzt mal eine bestellt gehabt, um mal zu gucken, wie die so ist. Aber ich finde die ganz klasse. Also da kommt bestimmt noch mehr ins Haus. Ich weiß auch nicht, was hat die gekostet? 2 € irgendwas hat die gekostet. 2,59 € hat die gekostet. So, dann habe ich mir noch bestellt. Ich habe mir hier zwei Distress Oxide bestellt. Einmal die neue Farbe Lost Shadow und Saltwater Taffy, weil die wollte ich auch schon länger haben. Und da habe ich mir gedacht, ich bestelle die jetzt, weil die ist ja auch bei Kraft.de was günstiger. Die habe ich mitbestellt, die zwei. Und zu diesen, das habe ich nämlich mal in einem Video zufällig gesehen. Die haben nämlich auch hier Ink-Labels von Oxide-Labels und von Distress Ink. Da habe ich mir gedacht, das ist immer eine coole Idee, ne? Weil die kann ich ja dann hier an eine Seite kleben. Die passen da genau drauf. Weil ich habe das bei meinen bisher noch gar nicht gemacht. Und wie ich gesehen habe, dass es da fertige Aufkleber gibt, da habe ich mir gedacht, das ist ja mal cool, ne? Und hier sind nicht nur die Oxide-Labels drauf. Moment, das zeige ich euch mal gerade. Hier müssten nämlich eigentlich auch die Ink-Labels da drunter sein. Die brauche ich zwar nicht, weil ich habe ja keine, aber wer weiß, vielleicht kommen die ja irgendwann mal, ne? So, das sind die Ink-Labels. Da sieht man auch schon einen Unterschied, ne? Hier, die sind ein bisschen heller als die Ink. Ja. Ah ja. Die fand ich auch, also das fand ich eine coole Idee. Ne?
Und dann habe ich mir gedacht, nehme ich mir die auch mal mit. Die waren auch nicht teuer. Ich glaube, die haben nur, was haben die gekostet? 1,69 oder so. Also, ja, 1,69 haben die gekostet. So, dann habe ich mir hier, weil sowas habe ich ja gar nicht, hier für Wasser zum Sprühen, so ein Sprayer von Ranger, habe ich mir mal mitgenommen. Wie gesagt, den habe ich noch gar nicht, sowas. Das muss ich auch mal haben. Dann habe ich mir Washi-Tape mitgenommen von Artemio. Den fand ich total süß, weil hier, ach, ich habe das eben schon mal aufgemacht. Das sieht man mal, mach mal einmal auf, dann klebt das nicht mehr richtig, das ist ja schade. So, hier ist nämlich ein Fahrrad drauf, aber das ist nicht so schlimm, hier ist eh nur ein halbes Fahrrad drauf, deswegen ist das nicht ganz so tragisch, wenn das nicht klebt. Oder ich habe das eben nicht richtig festgedrückt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich fand das auf jeden Fall total süß wegen dem Fahrrad. Hier sind dann noch so kleine Schmetterlinge dabei, ein paar Blümchen dazwischen. Also das fand ich richtig goldig. Ich habe mir gedacht, hol mir das mal. Jetzt steht hier Maskentape drauf. Das ist aber, das ist ein Washi-Tape. Ich kaufe ja super schnell, super selten Washi-Tapes. So, das habe ich mir mal geholt. So, dann habe ich mir einen einzigen Stamping Bella Stempel gegönnt. Den Seashells. Ich finde die ja so süß. Ich finde die so toll. Da habe ich schon so lange ein Auge drauf geworfen. Die sind ja sowas von teuer, die Stempel mittlerweile. Und bei Crafty sind die ja etwas günstiger. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, nimm den mal mit, ne? Also den finde ich richtig klasse. Das ist ja der Uptown Girl Sylvia and the Seashell EB 1166. Also die finde ich richtig klasse und die ist auch so schön groß. Also da freue ich mich schon, wenn ich die mal abstempel und koloriere. Also die finde ich ja richtig süß. So, dann habe ich mir... Ja, ich habe mir noch was... mitbestellt, weil die ist ja bei Craft.de auch wesentlich günstiger als in den normalen Shops. Das sind hier diese Stanzen von Sissix. Die fand ich total klasse. Die wollte ich unbedingt mal haben. Ich finde auch klasse, dass die direkt in so einer Hülle drin sind. Hier diese ABC-Stanzen. Die haben ja eine super Größe, ne? Also die finde ich richtig mega. Ich glaube, das ist auch meine erste Sissix-Stanze. Also die finde ich richtig klasse. Haben wir mal überlegt, wie groß ist denn hier so ein Buchstabe? Der ist, ja, so 6 cm. Etwas mehr als 6 cm. Ja, 6,2 cm ungefähr. Also die finde ich richtig klasse. Und die sind mal kraftig. Um einiges günstiger als im Netz. Sonst hätte ich mir die auch nicht geholt. Da gibt es übrigens noch, die sehen fast gleich aus, aber das ist eine andere Größe. Die sind, glaube ich, kleiner. Das ist hier die 665206. Weil da habe ich nämlich schon gedacht, wieso sind die denn so teuer? Die gibt es doch wesentlich günstiger. Dabei ist die Größe anders. Achtet mal später da rein. So. Das habe ich noch geholt. Dann habe ich mir Papier geholt. Und zwar habe ich mir... Das habe ich schon mal rausgeholt. Moment. So, mein Hintergrundpapier, weil das liegt ja hier, ne? Und das fehlt ja jetzt in meinem Papierset. Deswegen habe ich mir gedacht, weil die das auch noch abgepreist hatten, ich glaube, da habe ich für ein Blatt 80 Cent bezahlt, muss ich das ja wieder auffüllen, ne? Minterpapier, Fall Festival ist das ja. Das habe ich ja jetzt hier als Hintergrund. Und ja, das muss ich dann in meinen Blöcken wieder auffüllen. Das ist die andere Seite davon. Ne? Ja, also das fülle ich jetzt wieder auf.
So, und dann habe ich mir noch ein Papier bestellt. Und zwar, ja, ich hab einen Kanal entdeckt. Ich weiß jetzt aber nicht, wie der heißt, ob der tatsächlich von EcoPark ist oder von jemand anders. Auf jeden Fall habe ich entdeckt, was EcoPark für schöne Papiere hat. Und ja, dann habe ich mir Papier bestellt, ne, von EcoPark. Hier diese zwei Bögen. Das ist aber nicht wegen dem, sondern wegen dem hier. Das finde ich ja so schön. Die hatten auch noch anderes Papier gehabt, weil ich richtig klasse fand. Aber ich denke, nee. Erstmal gucken, wie das so ist von der Qualität her. Also ich finde es auch ganz gut hier. Und ich habe mir natürlich zwei geholt. Ihr kennt das ja. Eins zum Streicheln und das andere zum Verbasteln. Ne? Aber das finde ich richtig schön. Ich weiß auch nicht. Irgendwie die, so eine Art von Blümchen hat mir im Moment total angetan. Und EcoPark hat ja so viele schöne Sets. Also da war ich ja ganz baff. Ich denke mal, das wird auch nicht mein letztes Set bleiben. So, ich tue das Papier mal wieder auf Seite. Ich weiß gar nicht, ist das hier? Das ist, glaube ich, hier die Reihe, ne? Let's Create. Ich glaube, aus der Serie ist das Papier. So, dann habe ich mir noch ein kleines von EcoPark geholt, und zwar das New Day. Das gibt es auch in groß, aber wie gesagt, EcoPark ist für mich ein bisschen neu. Das kenne ich jetzt so auch gar nicht. Ich wollte einfach mal gucken, wie das Papier so ist und wie so die Muster oder die Farben und so sind. Aber das gefällt mir richtig gut. Das ist 6x6, 24 doppelseitiges Papier. 65 Schlipp. Ich weiß nicht, wie viel Gramm das ist. Habe ich auch nicht vorher nachgeguckt. Ja, also das ist ja auch sehr hübsch hier. Hier sind so Blümchen. Hier diese Sachen finde ich ja auch sehr schön. Regenbogen mit Herzchen, Karos. Hier so Blümchen. Also es gefällt mir richtig schön, das Papier. Die haben ja alles mögliche, Die-Cuts und ich weiß nicht was, Stickers und sowas. Hier, die sehen auch sehr schön aus. Diese kleinen Blümchen. Dann hier wieder. Ich glaube, das wiederholt sich jetzt, oder? Ja, es wiederholt sich. Aber richtig schön, das gefällt mir sehr gut. Hat man das auch schon? Kommt mir gar nicht bekannt vor. Nee, das hatten wir ja noch gar nicht. Hier Bienchen. Hier so Fähnchen. Also ich finde das Papier sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Da bin ich auch froh, dass ich das gekauft habe. Und ja, also das ist das New Day. So, und dann habe ich noch eins geholt, und zwar von Craft Smith. Ja, das sind diese 4,5 mal 6,5, also 11,4 cm mal 16,5 cm, 72 Blatt. Wie viel Gramm das hat, weiß ich nicht. Also, dick fühlt das jetzt nicht an. Die sind mir schon länger aufgefallen. Da gibt es jede Menge von denen. Und die sind jetzt, ich glaube, für die Hälfte, für 4 Euro. Und die kosten, glaube ich, 9 Euro knapp, die Dinger hier. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme mal eins mit, um mir das mal anzugucken, wie das so ist. Und ja, also mir gefällt das sehr gut. Hier sind diese Blümchen, Streifen. Das haben die dann auch in so verschiedenen Farben. Hier ist noch ein bisschen Hot Foil. Wenn man das nicht schön findet, kann man ja auch nur das Innenteil nehmen. Dann hier sowas hier haben die. Sowas finde ich auch immer schön. Das kann man auch immer gut noch verwenden. Dann das hier. Hier wieder Hot Foil. Andere Farbe, andere Blümchenfarbe.
wieder Streifen im Blauton, dann sowas mal. Also es sieht auch aus, als wenn das hier mit Aquarellfarbe gemalt ist. Das ist auch immer schön. Das gefällt mir auch sehr gut. Hier haben sie auch wieder Hotfall-Pünktchen. Das finde ich auch sehr hübsch. Hier unten, das ist jetzt nicht so meins, aber das kann man ja abschneiden und den Rest verwenden. Das sieht schön aus. Dann hat man das so. Sowas hier kann man dann auch als Hintergrund noch verwenden. Das gefällt mir nicht, das Muster. Da finde ich, da ist einfach viel zu viel los. Das ist zu, ja, zu hektisch, finde ich das irgendwie. Also das finde ich auch sehr hübsch, die Blümchen hier. Die sind auch sehr schön. Kommt da noch was? Nee, dann hier wieder sowas. Also die finde ich ja immer schön gemacht, ne? Die gefallen mir grundsätzlich alle mal sehr gut. Dann hier nochmal sowas, dann sowas hier. Hier, die sind auch wieder schön. Ja, und da, also das Muster gefällt mir nicht. Das ist mir viel zu nervös. Naja, aber finde ich sehr schön. Also es gefällt mir sehr gut. Ob ich dann nochmal was bestelle, die anderen noch, das weiß ich noch nicht. Ich habe erstmal 72 Sheets, da kann ich ja erstmal einiges mitmachen. Das heißt übrigens, das ist das Sweetwater. Ja. Von Craftsmith. So, und dann habe ich mir noch einen Block bestellt. Ja, weil die hatten die alle im Angebot gehabt. Das ist auch von Craftsmith. Für 10,99 Euro. Ich konnte mich gar nicht entscheiden, für welchen ich mich. Also welchen ich letztendlich mitnehme. Ich wollte auf jeden Fall einen mitnehmen, weil ich habe ja jetzt auch schon was von denen bestellt und ich bin so begeistert von denen. Ja, und habe ich mir den hier mitgenommen, ne? Garden Dreams heißt der. 24 Designs, 12x12 Inch, 48 Blätter. Ja, wie viel Gramm Natur hat der? Weiß ich nicht, hier steht jetzt nichts. Ne, hinten steht auch nichts. Ja, weiß ich nicht. So, dann gucken wir uns den mal durch. Ja, hier haben die wieder dieses mit den, kriegt den ja bald kaum noch hier drauf. Hier, naja, gucken wir mal, dass wir es hier irgendwie so geregelt bekommen. So, hier Schmetterlinge. Das sieht ja auch sehr schön aus, ne? In so einem schönen lila Ton. Das ist sehr hübsch. Das ist mir jetzt zu viel Gold, ne? Naja. Das ist sehr hübsch. Das sieht schön aus. Das ist ja auch süß. Hier sind ganz kleine Schmetterlinge drauf. Richtig schön zart. Also das ist ja sehr schön gemacht. Dann wieder sowas hier. Das haben die auch immer dabei. Fällt mir auch gut, aber das ist dann wieder so was Riesiges. Ja, das machen wir damit, ne? Das ist immer schade. Hier ist mir wieder ein bisschen zu viel Gold dabei. Müsste man da mal gucken. Das finde ich immer schön, ne? Die kann man richtig gut verarbeiten. Das ist auch sehr schön. Fällt mir auch sehr gut. Das ist ja auch sehr schön. Das sind ja hier mit Buchstaben. Diese Buchstaben mit Blumen, auch sehr hübsch. Wow. Also im Moment bin ich in so einem Blumenfieber. Das ist auch sehr hübsch. Hier sind auch wieder die kleinen Schmetterlinge. Wieder so Karten. Richtig toll gemacht. Also der Block ist total gelungen, finde ich. Also ich finde die Papiere richtig klasse von denen. Außer bei sowas hier ist ja mal schwierig, ne? Aber wunderschön. Wunderschön, ehrlich. Ganz toll. Richtig schön. Also ein ganz toller Block ist das. Garden Dreams von Craftsmith. Die haben ja so schöne Papiere.
Ja, der Karton ist leer. Ich habe es geschafft. Und ja, dann ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss zusammen. Tschüss.